ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze jetzt hier gerade im Auto. Ich wollte euch einfach heute mal so ein bisschen mit durch meinen Abend nehmen. Das letzte Mal, dass ich eine Abendroutine gedreht habe, ist, glaube ich, ein Jahr jetzt her. Und es hat sich doch noch mal ein bisschen was getan. Und genau, ich fahre jetzt erstmal einkaufen. Das ist immer so die Einleitung von meinem Abend. Ich gehe nicht jeden Abend einkaufen, aber das Wochenende steht kurz bevor und deswegen will ich ein paar Teile besorgen. Genau, auch Rarität, dass ich jetzt hier mal Auto fahre. Ich hasse Autofahren wirklich. Ich bin auch so schlecht darin. Also wirklich, wenn ich mir aussuchen würde, ich würde bei jeder Minustemperatur Fahrrad fahren, anstatt Auto zu fahren. Aber irgendwie hatte ich heute mal wieder das Gefühl, dass ich mal wieder machen könnte, weil je weniger man fährt, desto schlechter wird man darin. Dementsprechend nehme ich heute den Wagen. Meine Eltern sind nämlich auch nicht da, deswegen habe ich dazu jetzt auch mal die Möglichkeit. Und genau, melde mich dann nach dem Einkaufen nochmal. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe alles bekommen. Einmal Hummus, war noch der letzte, Zucchini, Kichererbsen, Mais, Reiswaffeln, Himbeeren, Tiefkühlgemüse und der allererste Kürbis für dieses Jahr. Ich stand echt, glaube ich, 5 Minuten davor und habe überlegt, ob ich wirklich das Geld ausgeben soll. Aber ich habe es jetzt so oft bei ganz vielen anderen gesehen, dass sie Kürbis hatten. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und damit melde ich mich jetzt erstmal aus dem Off. Ich war dann nämlich auf meinem täglichen Abendspaziergang. Ich mache das eigentlich jeden Abend, dass ich immer so ein bisschen den Kopf frei kriege. Ich höre dabei eigentlich immer ganz gerne Podcasts. Ich habe da den von den M&Ms gehört, auch sehr zu empfehlen. Ich bin gar nicht so weit gegangen, weil es ziemlich kalt war leider und weil es ja mittlerweile auch schon leider ziemlich früh dunkel wird. Ich brauchte echt immer so ein bisschen, um mich dran zu gewöhnen. Als ich nach Hause kam, musste ich dann auch überall schon Lichter anmachen. Es war nämlich schon stockduster und ich habe zum ersten Mal dieses Jahr Kerzen angemacht. Ich finde, das ist so die perfekte Einstimmung auf den Herbst. Und ja, ich fand das da total cozy und schön aus irgendwie mit diesen Yankee Candles. Die mag ich total gerne. Und dann habe ich mich aufs Bett gelegt und habe mir ein bisschen Social Media Zeit gegönnt. Ihr wisst ja, ich mache das immer ganz bewusst und versuche das nicht immer so zwischendurch zu machen, sondern einfach das am Abend so ein bisschen gebündelt zu machen. Hör mir dann auch Sprachnachrichten an oder antworte Leuten auf WhatsApp und nehme da auch extra dann so ein bisschen Zeit für, alles wirklich anzuhören und wirklich auch ein bisschen intensiver zu antworten, also ein bisschen länger zu antworten. Und dann war ich noch ein bisschen auf Instagram. Ich poste da eigentlich jeden oder zumindest jeden zweiten Tag ein Foto. Ich beantworte auch immer Kommentare, weil ich das super wichtig finde, dass man einfach so ein bisschen in Kontakt bleibt. Und ja, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gerne erledigen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ihr könnt mir auch gerne schreiben. Und das ist einfach nochmal so ein bisschen näher am Leben, weil es einfach ja, jeden Tag passiert. Irgendwann habe ich mich dann aufgemacht und bin dann runtergegangen, weil es ist Essenszeit. Ist bei mir eigentlich immer sehr, sehr spät. Also die meisten essen ja immer so gegen 6 oder 7. Ich esse meistens eher so gegen 9 oder auch eher danach, aber mir tut es eigentlich immer ganz gut. Ich habe mir an einem Abend Kartoffeln gemacht. Wie ihr seht, habe ich so ein bisschen mit unserem Sparschäler gekämpft, weil wir haben eigentlich einen anderen, den habe ich aber nicht gefunden. Deswegen war das so ein kleiner Struggle. Ich habe mir dazu noch Zucchini gemacht, habe das dann mit Gewürzen auf ein Blech getan. Ganz wichtig dabei, ich packe noch nicht direkt alle Gewürze drauf, weil die sonst irgendwie im Ofen verbrennen. Deswegen immer erstmal nur so ein bisschen und würze dann später noch nach. Ich habe mir zusätzlich dazu dann noch ein Spiegelei gemacht. Stehe ich irgendwie in letzter Zeit auch total drauf. War früher auch nicht so der Fall, aber mittlerweile finde ich das eigentlich ganz lecker. Genau, und dann habe ich das alles noch schön angerichtet, habe mir dabei fast die Finger verbrannt. Und dann kam noch ein bisschen Mais dazu, mag ich auch total gerne. Da kämpfe ich gerade mit dem Ketchup. Und ja, so sah das am Ende aus. Also ich finde total lecker. Damit ging es dann nach oben an den Schreibtisch. Ich habe mir dann erstmal eine Serie rausgesucht. Ich mag es immer ganz gerne, währenddessen eine Serie zu gucken. Und habe mir dann Druck ausgesucht.
Ich melde mich noch einmal ganz kurz zu Wort. Also Leute, wenn ihr die Serie Druck noch nicht kennt und ungefähr in meinem Alter sind, etwas jünger oder etwas älter, ihr müsst diese Serie gucken. Ich habe die in den letzten Jahren geguckt. Es ist einfach kostenlos. Gibt es auf YouTube. Man kann sich sogar kostenlos runterladen, weil es von Funk kommt. Und ja, ihr bezahlt halt nichts dafür. Und dafür gibt es halt so eine coole Serie. Geht so um ja, ganz viele Jugendprobleme. Ich finde mich da immer total drin wieder, weil die Probleme einfach den eigenen so super ähnlich sind. Die Charaktere sind einem ziemlich ähnlich oder den Freunden irgendwie ähnlich. Und ja, müsst ihr auf jeden Fall mal schauen. Zukunft ungewiss. Als ich dann fertig war mit dem Essen, hatte ich dann sogar so viel Motivation, tatsächlich noch alles aufzuwaschen. Da bin ich ganz ehrlich, das mache ich nicht jeden Abend direkt, weil ich auch noch mit anderen Leuten wohne und die Versuchung da groß ist, dass man das manchmal von anderen Leuten erledigen lässt. An dem Abend hatte ich aber sehr gute Laune und ja, habe es dann noch erledigt. Ich habe sogar noch die Spülmaschine ausgeräumt, weil ich einfach dachte, kann ich den anderen einfach mal die Arbeit abnehmen und irgendwie war mir danach. Zurück oben habe ich mich dann an mein iPad gesetzt, meine Zeichen-App geöffnet. Das ist übrigens die App Adobe Photoshop Sketch. Mit der mache ich aktuell immer so ein paar Story-Sticker für Instagram. Ich möchte nämlich gerne so herbstliche Story-Sticker entwerfen. Das habe ich letztes Jahr auch vor Weihnachten gemacht. Und dafür bin ich im Moment ganz fleißig am Zeichnen. Ich mache das eigentlich auch immer so, dass ich mir da ein Foto reinlade und das dann so ein bisschen nach meinem eigenen Augenmaß ein bisschen ausmale. Es macht halt super viel Spaß und ich finde, es sieht am Ende auch immer richtig cool aus. Aber man sitzt da schon so seine Zeit lang bei, das muss ich schon sagen. Nebenbei habe ich natürlich noch ein bisschen was gesnackt und zwar diese Foodies Snack. Die sind super lecker und danach habe ich auch noch schon mal angefangen, mein Video zu schneiden. Was ihr jetzt gerade seht, einfach nur den groben Schnitt. Irgendwann war ich dann zu müde dafür und habe mich ins Bad begeben, mich umgezogen. Ich habe da auch übrigens einmal mitgefilmt, wie viel Uhr es da war. Es war nämlich 0.39 Uhr. Das ist bei mir immer so meine typische Zu-Bett-Geh-Zeit irgendwie. Genau, jetzt mal fertig gemacht, Zähne putzen, Waschgel benutzt, was man halt auch immer so macht. Ich benutze auch jeden Abend immer noch meine Gesichtsbürste von Foreo. Keine Werbung an dieser Stelle, ich mag die einfach wirklich sehr gern. Die massiert irgendwie das ganze Gesicht. Entfernt irgendwelche Hautunreinheiten. Also ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Zum Abschluss benutze ich ja noch diese Feuchtigkeitscreme. Die habe ich jetzt auch neu ausprobiert, also gerade neu gekauft. Ich finde sie bis jetzt sehr, sehr gut. Ist von Isana, also gibt es bei Rossmann für sehr wenig Geld. Ich mag es nämlich nicht, da so viel Geld für auszugeben. Genau, Haare kämmen, Labello, was man halt immer so macht. Ich habe dann noch ein bisschen gelesen aus diesem Buch, was ihr da gerade seht. Ich kann das sehr, sehr empfehlen. Da stehen super viele Lebensweisheiten drin und ich liebe generell diese ganzen Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn ihr euch dafür interessiert, checkt das auf jeden Fall mal aus, das Buch. Und zum Abschluss mache ich jeden Abend immer so eine Art Journaling. Also ich nehme mir so ein bisschen Zeit, um einfach so ein bisschen was über den Tag aufzuschreiben. In diesem Buch immer nur 7 Fragen und ja, ich schreibe da solche Sachen auf, wie wofür ich dankbar bin an dem Tag, was mir besonders gut gefallen hat, wie meine Stimmung war und so weiter. Und ich finde es immer ganz cool, darauf dann rückblicken zu können und einfach zu wissen, wie man sich auch so entwickelt hat. Und damit endet dann auch mein Tag. Ich hoffe, die Abendroutine hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag.